Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Edi von Isedin Fotografie und heute möchte ich dir das Thema Sensorflecken etwas näher bringen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich bemerkt habe, dass viele Fotografen nicht wirklich sich damit beschäftigt haben oder also halt auch gar nicht wissen, dass es das gibt. Respektive, wenn sie diese Sensorflecken dann sehen, wissen sie gar nicht genau, was sie damit anfangen sollen, woher das kommt, wie man sie vorbeugen kann und so weiter. Ich werde dieses Video in zwei Teile gliedern. Zum einen Erklärungsteil, wo ich dir die wichtigen Dinge über das Thema Sensorflecken erkläre und dann noch einen kleinen Praxisteil, wo ich dir zeige, wie du Sensorflecken loswerden kannst, falls du sie mal doch auf deinen Bildern hast. Nun, was sind Sensorflecken überhaupt? Du wirst sie auf den Bildern sehen als schwarze Punkte, die sehr, sehr klar dargestellt sind, also die man wirklich sehr, sehr gut erkennt. Die können irgendwo im Bild drin sein, das können mehrere sein, je nachdem, wie stark dein Sensor verschmutzt ist. Du wirst diese Sensorflecken nicht sehen, wenn du bei Blenden wie zum Beispiel 1,4, 1,8, 3, 3,5 bis wahrscheinlich 5,6 wirst du kaum was von den Sensorflecken sehen. Erst so ab Blende 8, 11, 16 und so weiter. Dort werden die Sensorflecken dann nur noch stärker und stärker dargestellt. Also je mehr du die Blende schließt, desto besser wirst man auch erkennen, dass Sensorflecken vorhanden sind. Ja, was sind eigentlich Sensorflecken? Wenn du dir das mal so anschaust, dann hast du ja hier den Kamerasensor. Ich muss mal schauen, dass ich den irgendwie sehe. So, und dann hast du ja hier diesen Kamerasensor und ich meine, du siehst ja jetzt, dass dieser Kamerasensor an der Luft draußen ist. So, also der ist ja nicht geschützt. Das heißt, es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass Staub auf den Sensor kommt, also Staubkörner. Wir reden halt wirklich von kleinen Staubpartikeln, die man teilweise von Auge gar nicht so gut erkennt. Um das zu erkennen, gibt es dann aber auch spezielle Lupen, die man sich dann so auf den Sensor halten kann, also man nimmt dann die Kamera da weg, hält die Lupe da drauf und kann dann auch schauen, wo sich dieser Staub befindet, um ihn dann zu reinigen. Ja, wie entstehen überhaupt diese Sensorflecken? Eben, wie schon gesagt, das Ganze entsteht dadurch, dass sich Staub auf dem Sensor ablagert. Früher bei den analogen Kameras hat man das gar nicht groß bemerkt, denn man hat ja nach 24 Fotos den Sensor quasi gewechselt, also der Film wurde gewechselt und dann ist das auch gar nicht aufgefallen. Außerdem hat man früher die Bilder vielleicht nicht in der Art und Weise angeschaut, wie man sie heute anschaut, nicht in den Details. Natürlich konnte man auch mit den Analogbildern sehr, sehr hochauflösende Bilder machen. Das möchte ich gar nicht hier verneinen, bevor mir da irgendwelche alteingesessen und eingefleischten Analogfotografen an die Kurgel springen. Aber es ist halt nun mal so, dass man in der digitalen Welt mittlerweile halt die Bilder anders betrachtet, wie das früher der Fall war. Und deswegen sieht man das halt auch besser. Vor allem auch, wie schon gesagt, bei uns ist der Sensor immer der gleiche. Bei den Analogkameras hat man den einfach mal gewechselt. So, und du musst dir jetzt vorstellen, bei jedem Objektivwechsel setzt du den Sensor frei. Bei den Spiegellosen sogar jetzt noch mehr als bei den Spiegelreflexkameras. Die Spiegelreflexkameras haben ja diese Lamellen, den Verschluss vorne dran. Bei den Kameras ist das hier meistens nicht mehr der Fall. Und deswegen hat der Staub die Möglichkeit, auf den Sensor zu kommen. Bei den Spiegelreflexkameras geschieht das allerdings auch durch den Abrieb der Lamellen, durch die beweglichen Teile und so weiter. Also das kann ganz viele Faktoren haben. Es kann auch zum Beispiel nur schon, wenn du das Objektiv öffnest und schließt, dann wirst du ja auch sehen, jedes Objektiv ist da wie
Ich glaube, man hört es teilweise sogar. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber jedes Objektiv pumpt auch immer wieder Luft hinein und wir leben ja nicht in einem Reinraum, was ich ja auch gut finde. Und so kommt dann halt auch dieser Staub auf den Sensor. Also es ist praktisch unmöglich, dass der Sensor keinen Staub kriegt. Man kann aber natürlich auch etwas ein bisschen beeinflussen, wie viel Staub da drauf kommt. Wobei ich auch da sage, lass dich nicht paranoid machen. Es macht natürlich einen Unterschied, wenn du zum Beispiel irgendwo in einem Windsturm in der Sahara bist und dort dann das Objektiv wechseln möchtest, dann kannst du sicher sein, dass da irgendwas draufkommt. Wenn es natürlich windstill ist, ist es auch anders. So, und du kannst dann auch zum Beispiel, wenn du Objektivwechsel machst, musst du vielleicht, kannst du ja schauen, dass die Kamera vielleicht nicht so gehalten wird, aber wenn du sie so hältst und so das Objektiv wegnimmst, dann ist auch schon mal die Chance geringer, dass da Staub draufkommt. Wie schon gesagt, mach dich nicht paranoid deswegen, aber es lohnt sich auf alle Fälle da hin und wieder mal drauf zu schauen. Und wenn du prüfen möchtest, ob du Sensorflecken hast, dann geht das relativ einfach. Und zwar, ich versuche das gleich mal, falls ich da einen Chip habe. Einen Moment, ich bin gleich zurück mit einem Chip. Hast, dann geht das eigentlich relativ einfach. Du stellst die ISO auf 100 ein, dann wählst du die Blende so zu, wie es nur geht. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel 22 und ich mache da die Verschlusszeit sehr, sehr lange, so dass das Bild schon fast, also eigentlich das Bild darf auch überbelichten. Also ich mache jetzt mal da, schau mal ganz kurz. Ja, ich bin jetzt da bei 25 Sekunden. Ich werde das Video danach kurz schneiden, damit das da nicht zu lange wird. Und wichtig ist dann, suchst du dir eine gleichmäßige Fläche und du kannst die Kamera auch ruhig bewegen. Du musst da nicht irgendwie stillhalten. Eigentlich fast schon wichtiger, dass du nicht stillhältst, damit man das danach auch gut sieht. Weil die Flecken, die werden sich dann deutlich davon abheben. So, und bei mir ist es jetzt so, ich sehe, ich habe bei mir keine Flecken drin. Ist jetzt halt Zufall, aber wenn du jetzt bei mir auf den Display schaust, dann wirst du sehen, das Bild ist wirklich weiß. Also ich habe da keinerlei Staub drauf. Bei dir kann das dann anders sein und das ist dann auch gut, dass du das dann so erkennst. Wenn du das dann erkennst, wenn du siehst, du hast schwarze Punkte auf den Bildern mit der Technik, wie ich das jetzt gemacht habe, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum einen einfach so einen Blasebalg nehmen, es gibt so, ja, so Kamerareinigungsblasebalge. Dann öffnest du da das Objektiv. Bei den Spiegelreflexkameras musst du vielleicht auf den Modus Inspektion gehen. Es gibt, musst du mal schauen, wo das bei dir ist, aber es gibt einen Modus für die Inspektion, dann geht der Verschluss hoch. Und dann neigst du die Kamera leicht nach unten, nimmst den Blasebalg und pustest da einfach langsam Luft hinein. Wichtig ist, geh nicht zu nahe, also berühr den Sensor nicht, sonst hast du danach verschmierte Bilder. Und einfach so reinblasen. Und dann kannst du nochmals testen, ob die Sensorflecken noch vorhanden sind. Wenn nein, alles gut. Wenn ja, wenn du wirklich noch starke Verschmutzungen hast, dann musst du eine sogenannte Nassreinigung machen. Das ist nicht direkt nass, aber es ist halt mit einem Lösungsmittel, mit so ganz, ganz speziellen Swabs, also so Schabern, wo man den Staub dann wegkriegt. Dazu werde ich dann aber irgendwann noch ein separates Video machen, sonst würde dieses Video dann viel zu lange werden. So, genau, das ist eigentlich das, was ich dir so quasi als Theorie zum Thema Sensorflecken mitgeben möchte. Es kann jetzt natürlich sein,
dass du das vielleicht nicht weißt oder nicht gewusst hast oder vielleicht nicht daran gedacht hast. Und du fotografierst jetzt irgendwo eine Landschaft, machst die Blende schön zu, damit die Tiefenschärfe groß wird und so weiter. Und dann merkst du plötzlich, oh Scheiße, ich habe ja ganz, ganz viele Sensorflecken. So, und ich zeige dir jetzt, wie du diese in Lightroom ganz, ganz einfach wegkriegen kannst. Das Lightroom-Video kommt dann gleich in diesem Video zusammengeschnitten. Wichtig ist jedoch, dass ich bin ja immer ehrlich, ich habe auf die Schnelle kein Bild gefunden mit großen Sensorflecken drin, also habe ich ein paar Sensorflecken gefaked, um sie darzustellen, aber keine Angst, der Rest funktioniert dann genau gleich. Also, wir wechseln zu Lightroom. Wir sind jetzt hier, wie vorhin schon erwähnt, jetzt in Lightroom drin. Meine Version ist halt auf Englisch, lasst euch da nicht davon verwirren. Im Deutsch ist das eigentlich genau das Gleiche. Es heißt halt einfach anders. Ja, wir sind jetzt hier im Entwicklermodul und da seht ihr jetzt zum Beispiel, wie so ein Bild aussehen könnte, was sehr viel Staubflecken hat. Also diese Flecken können auch verschiedene Größen und Formen aufweisen. Ich habe diese jetzt künstlich eingefügt, um das ein bisschen einfach darzustellen. Und ihr seht eigentlich, diese Flecken können in jedem Teil des Bildes vorkommen. Genauso im hellen als auch im dunklen Teil. Spielt wirklich keine Rolle. Und wenn die Flecken jetzt da im dunklen Teil wären, müssten wir auch nichts dagegen tun, weil man sieht sie ja eh nicht. Aber im hellen Teil erkennt man sie ja schon sehr stark und da fallen sie auch extrem auf. So, um diese Flecken zu entfernen, gibt es da diesen Spot Removal, diese Bereichsreparatur, ich glaube, heißt es auf Deutsch. Und dann gibt es da unten so einen Punkt, der heißt Visualize Spots. Und den könnt ihr mal anklicken und dann werdet ihr sehen, dann wird das Bild da in Schwarz-Weiß gewandelt und auch mit anderen Kontrasten angezeigt. Und da könnt ihr diesen Regler dann verschieben, um mal zu sehen, wo befindet sich diese Punkte. Und da könnt ihr dann ganz einfach, ups, falsch geklickt, ganz einfach hier in diese weißen Punkte klicken, weil das sind alles Staubflecken. Natürlich müsst ihr vorher auch schauen, dass sich das nicht irgendwie um einen bildrelevanten Teil handelt. Aber ich klicke mich jetzt da mal durch. Das sieht auch noch nach Staub aus. Und hier. Wenn ihr dann fertig seid, klickt ihr auf Enter und nochmals auf Enter. Ah, und dann werdet ihr sehen, da hat es noch drei Punkte, die ich jetzt da nicht so gesehen habe. Man kann natürlich das auch immer noch so machen. Klicke ich da drauf. Hier, hier, hier. Und schon bin ich fertig. Und jetzt kannst du dieses Bild exportieren und hast dann ein Foto ohne Staub drin. Ja, das wär die ganze Hexerei. Das war's zum Thema Sensorflecken auf dem Bild. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du noch Fragen zu dem Thema hast, dann lass es mich gerne wissen. Ich beantworte dir das gerne in den Kommentaren oder auch gerne per Nachricht. Und wenn du sonst einen Themenwunsch oder einen Vorschlag hast, nur zu, schreib mir gerne. Und falls du jetzt denkst, hey, boah, das war jetzt cool, diese 12, 13, 15 Minuten, da habe ich schon sehr viel gelernt. Und wenn du Lust hast, mehr und intensiver zu lernen, dann kontaktiere mich. Ich kann dich da auch über eine längere Zeit begleiten, dir mein Wissen auf noch intensivere Weise weitergeben. Dann melde dich gerne bei mir und dann reden wir mal zusammen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Ciao.